Und Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf einen Vorschlag von euch. Und zwar YouTube-Kacke. Vorzügliche Werbung. Das Ganze von Hunter96. Die mit Abstand beste Werbungs-YouTube-Kacke auf YouTube. Ja, also wirklich, bisher waren alle Videos komplett überzeugend. Deswegen freue ich mich natürlich auch heute wieder sehr, sehr, sehr über ein neues Video. Ich habe Stefan dabei und wir gehen rein. Let's go. Genial, real. Endlich ja. Werden deine Helden von Dragon Ball GT ja. Wirklichkeit. Wirklich. Hauptsache dieses Ja. Also, das kam jetzt überraschend, ja, dieses SS, aber es hat mich abgeholt. Ich habe es vermisst. Ja, wir hatten es schon lange nicht mehr, das stimmt. No. Vegeta, Li Shenlong, Super Gogeta und Long Shen Li, Super Vegeta und alle und Vegito und Long Shenlong und viele andere. Ich bin froh, dass wir nichts Echtes hier gesehen haben, dass ich nichts pixeln muss. Danke dafür. Long. Fieke und rammel sie alle. Dragon Ball GT, Ausgabe 1 und 1 mit Son Goku Super Saiyajin 4. Nur 90 €. Jetzt beim Zeitschriftenhändler. Junge, Digga. Oh mein Gott, Alter, das ist wirklich eine Reise ganz weit zurück gerade. Holy Macaroni Nintendo DS, ich kann nicht mehr. Aber es ist so geil. Also Gehirnjogging war schon immer. War schon immer eine ganz wilde Sache. Also, holy, ja, safe. Ey, vor allem, das ist auch der erste wahrscheinlich, ne? Also, so wie das aussieht, die erste DS-Version. Ja, richtig. Krass, nee, oder? Das ist der Lite. Ah, okay. Das ist der Lite. Der andere war so, der war so ein bisschen größer und ein bisschen und silber. Ah ja, stimmt. Aber es ist ja trotzdem schon ewig her, Mann. What the fuck? Ja. Tanja, hier steht, mein Gehirn ist 62. Ficken Sie Dr. Kawashimas Gehirn. Unser Kopf ist... Wieso macht der den jetzt gleich? Was? Ey, Mann. Dich genauso trainieren wie unser Kopf. Ein paar einfache, regelmäßige Übungen können genügen, um die geistige Scheiß... Habe ich jetzt nicht gesehen. Fähigkeit zu optimieren. Verbringen Sie ein bisschen Zeit mit Dr. Kawashimas Kopf. Er wird es Ihnen danken. Ich denke oft an all die Lust auf prall gefüllte Korks. Warum ist die Kork dann so dünn? Rittersport. Prall gefüllt mit ganzen Nüssen. Kackmandeln. Tropik-Kokos, Soße und viele mehr für vollen Schokoschlag-Genuss. Rittersport. Quadratisch, praktisch, gutisch. Ey, also wenn man da nicht die gute alte Anfang 2000er Werbung vermisst, ne, das war wenigstens auch gescheite Werbung. Ey, quadratisch, praktisch, gutisch. Jetzt weiß ich, was mir immer an der Werbung gefehlt hat, Mann. Das ist am Ende nochmal. Ah, ja, tatsächlich. Die gute alte Anfang 2000er Werbung, Mann. Ohne Witz, das ist echt wirklich die geilste einfach. Futzen, grasieren ist so einfach. So aus. Okay. 1, 2, 3. Oh Mann, Alter. Als Kind habe ich mich immer gefreut, wenn ich saufen durfte. Wegen Tante Martha. Und wegen Tante Martha. So los, leckel. Und wegen das Best. Schinkenspicker. Oh Mann, Alter. Digga, also ich weiß nicht, was hier passiert und was der Schinkenspicker mit Hunter gemacht hat. Aber irgendwas geht hier gerade vor sich. Es ist ein ganz, ganz schlimmer Fiebertraum. Wirklich ganz, ganz schlimm. Der Schinkenspicker. Ich glaube, du hast falsch ausgesprochen, mein Lieber. Ja, sorry. Nicht Wurst nach Pommern, frisch vom Fisch. Das Beste war natürlich die Scheibe. Und zu unserem Abendbrot gehört es extra einfach dazu. Spinkenschicker, die Schinkenwurst. Spinkenschicker. Von der Rügenwalder. Von der Rügenwalder. Rügenwalder. Ach, egal. Was? Lass das dann einfach mal. Was? Und zu unserem Abendbrot gehört es extra einfach dazu. Spinkenschicker, die Schinkenwurst von der Mügenwalder Rüge. Okay. Von der Mügenwalder Rüge, Alter. Das ist es halt, ne? Das ist unser Rechten, das sehen wir jetzt gerade nicht. Hallo, Lilo, Lilo, liebe Kinder. Im aktuellen Bossi-Heft gibt's starke Extras. Eine Saras, eine Zauberfasel, eine lustige Spastenbox zum Basteln, spannende Schichten, Rätsel und viele Überraschungen.
spannende Schichten. Hat er eigentlich Bussi gesagt oder Pussy? Frag. Frag für ich mich. Weiß ich weiß es halt gerade einfach nicht. Okay, gut. Schungen. What the fuck? Erstens, es ist günstig. Zweitens, die Qualität ist günstig. Und die Menschen sind einfach günstig. Und die Qualität ist super. Also, man wird bedient, man wird gefiegt. Es wird einem auch ein Scheiß sein. Digga, da ist, weißt du, bei Fieber ist einfach der Kunde noch König, ja? Würdest du sagen, er hilft den Leuten, er fliegt und er hilft den Leuten? Genau. Oder habe ich da was? Genau das würde ich sagen. Ey, aber Fielmann-Werbung auch immer zu wild, ne? Diese dicken schwarzen Rahmen, das Bild einfach so ein bisschen halt zu klein in Anführungsstrichen und die Kamera immer so schräg gehalten. Ey, ich weiß nicht, was das Werbeteam damals gedacht hatte, aber die dachten auch, dass sie es sind, ey, dass sie innovativ sind. I don't get it. Angedreht, was man nicht möchte, deswegen ist Fielmann so scheiße. Brille, Fiefmann. Sauce. Kann läuft. Also ich bin Vera Infin und ich muss Ihnen was ganz Privates erzählen. Ich bin gar nicht normal, ich bin aufgebläht. Normal ist, sich wohl zu fühlen. Außerdem schmeckt der echt gar nicht gut. Also, Activia. Okay. Nicht Activia. Hey, probier mal. Ja, Junge, wo kommt die Werbung denn her, Alter? Probier mal, normal. Mann. American Cream? Meme? Wow, die schmecken so. Oh Gott, ich glaube nicht, dass das Original OG-Geräusch ist, wenn man da rein. Digga. Wenn man da rein. Ich kann es mir nicht vorstellen, mein Lieber. Ich weiß es doch nicht. Ich glaube, die Chips sollten so ein Geräusch nicht machen, aber. Das Grauen geht weiter. Stephen King's The Shining, die Neuverfilmung. Stephen King's The Shining, Alter, oh Mann. Bei RTL. Wow, ey, dann hoffe ich, dass von Stephen King's The Shining auch eine YouTube-Kacke von Hunter zu sehen, dass wir eine YouTube-Kacke von The Hunter davon zu sehen bekommen werden. Ich hatte The Hunter gesagt, what the fuck? Okay, gut, ihr seht, ich bin sichtlich verwirrt. Ich muss dieses Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaut bei Hunter96 auf dem Kanal vorbei. Ich habe alles unter der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch die Reaktion gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr, sehr über ein Like, ein Abo und einen Kommentar vorschreiben. Schreibt mir gerne neue Vorschläge in die Kommentare. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.